Weißt du, wenn ein Loch in der Wand sehen, dann kletter ich auch immer in die Wand rein. Hä? Ah. Wow. Ja, ich komme doch zu den Krankenakten rein. Warum helfen sie mir nicht? Warum sperren sie mich hier ein mit ihm? Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Lass mich raus. Oh ja, das ist so. Ich glaube, diese Dinger hat man als Codeschloss gehabt. Das sind wirklich alte Easter Eggs. Vom alten Silent Hill 2. Keine Drecksau. Alter. Schreck mich nur, diese Scheißviecher. Aber jetzt habe ich hier auch bloß die zwei Sachen, ne? Die Frage, wie komme ich denn weiter? Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe die Aufenthaltsraum-Ärzte-Ding noch nicht ausprobiert, die Tür. Wow. Ich habe deinen ganzen Raum vergessen. Es gibt ja auch zu viele Räume, Mann. Nein! Nee. Falscher Knopf. Dieser Fall weist eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Situation auf, die sich vor ein paar Jahren in unserer Einrichtung ereignet hat. Damals wurde der Patient auf richterliche Anordnung, aber mit dem Einverständnis seiner Familie eingewiesen. In den ersten Wochen schien sich sein Zustand zu verbessern. Die verabreichenden Medikamente kombiniert mit Einzelsitzungen bei einem Psychologen und Kunsttherapie halfen ihm bei seiner Antriebslosigkeit, seiner Anhedonie, seinem sozialen Rückzug. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Wir wussten nicht einmal, dass etwas mit ihm nicht stimmte, bis der Nachtwächter den Verlust eines Schlüssels meldete. Als wir ihn fanden, war es schon zu spät. Also. Was ist das? Money. Okay. Notiz mit Tastenfeldkombination. Ach so. Ja, jetzt haben wir das fürs Tastenfeld. Thank you.
Okay. Tastenfeld-Kombi ist eins weiter oben. Nein, böse Schwester. Oh ja. Was ist für Geräusche, Alter? Sie füttern mich mit Abfall. Verwesenem Fleisch, voller Magen, voller Sehnen. Sie zwingen mich, die Säfte zu schlucken. Rot und gelb fließen sie in meinen Hals hinunter. Ich huste und würge und übergebe mich, bis mir die Haut wehtut. Ein schmerzendes, pochendes Rohr aus Fleisch. Ich würge alles hoch, aber ich schmecke es immer noch. Sie baden mich in Dreck und Blut und Pisse und Galle. Sie reiben meinen Körper sanft mit menschlichem Kot ein. Meine Haut juckt, sie pellt sich wie nasses Papier. Ich verließ sie an aufzuhören, aber sie hören nicht auf mich. Und dann sperren sie mich ein. Mit ihm, er ist immer da. Jedes Mal kommt er näher und die Fäule kommt mit ihm. Sie dringt in mich ein, sie wird zu mir. Wie gern geschehen. Nicht spoilern, ja. Warte mal, wo kommt da was? Da vorne? Wir müssen zum Röntgen-Ding. Wo war das Ding wieder? Oben. Jetzt müssen wir es auch schon mal sauber machen. Schlüsselobjekte. Achso, das war jetzt einfach sauber. Nichts gespoilert, nur mitgeraten. Aber wusstest du sofort, dass das dafür ist? Ihr bleibt schön liegen, ihr blöden Schwestern. Falsch. Vier, drei, vier, 31, 12. Ah. Ah, fuck. 4. 31. Was? Na, ich muss doch nach rechts. 4.
Hä? Oh, warte, war 37? Nee. Hab ich jetzt blöd? Doch, 4, 37, 12. Oh. Ich habe 36 genommen, ne? Hoppla. Alter, wie viele von euch Drecksviechern gibt's denn hier noch? Jo, was ist das? Verrücktes Hähnchen? Oh, die Viecher sind schon wieder weg. Okay. Das heißt, wieder ein Stock nun. Nein. Braucht er gar nicht anfangen. Die Scheiße machen wir nicht mit. So, und jetzt müssen wir rechts rum. Davon, wo die alte liegt, fängt das Zittern an. Oh nein! Oh doch! Alter, dachte ich schon. Oh, ich muss die drehen? Das ist schon irgendwie ekelhaft. Der muss auch überall reinkrabbeln. Das ist der Frauenarzt. Eine Sonnenuhr? Ah ja, warte mal, hier? Hier kommt die Sonne. Was hat man da Schönes? Ah, die Taste. Ist darüber? Nee, warte mal, das bleibt da. Ach, der spuckt Feuer, Alter. Warte mal. Handy? Warte mal, schreibt er das selber auf? Natürlich schreibt das nicht auf. Nein, warte mal, das ist nicht mal richtig. Scheiße. So rum. Jetzt schreibt das auf. Hi. Alter.
Das da waren üble Zeiten, ey, wo die dir noch so ein Ding da in den Kopf geschnallt haben, auf den Kopf geschnallt haben und dann. Und dann in deinen Kopf gebohrt haben. Weil damit helfen sie dir ja. Muss ich doch nochmal abfotografieren. Wenn man sie so nicht anzeigen lassen kann. Warte mal, ich habe nur 4 Dinge. Nee, das ist die 4. Nee, was ich brauche, ist das da. Scheiße. Okay, wenn ich nach der Reihenfolge gehe, ist aber doch erst das da. Und das da. Das da, das da. Ich habe mich nicht damit groß beschäftigt, aber soweit ich weiß, haben sie dir damit dann so im Kopf beschädigt irgendwie oder so, dass dann halt doch gewirkt hat, wie wenn ja alles in Ordnung ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Die Zahlen bei der Hand am Arm. Ah. Stimmt. 9, 2, 4, 5, 7, 1. Stimmt. Muss ich nur ein Foto davon machen, weil ich das andere nicht mehr dabei habe? So. Ah, also wir brauchen die 9. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 wäre das da. 2 wäre das da. 4. Das da. 5. Kreis. 7. Das da. Und 1 ist das da. Ha! Zettel und Schiff beste. Oi, nimm mal. Rooftop! Gute Idee für den Zollen. Diese Bilder wurden unscharf, verschmolzen miteinander. Ich konnte sie nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht kannst du es. Das bringt dich ans Ziel, aber wahrscheinlich nicht so, wie du willst. Der Weg könnte etwas unangenehm und sicher auch schmerzhaft werden. Das ist er immer. Naja, mit den ganzen Schwestern, die hier rumlaufen. Ja. Trotzdem nochmal speichern. Ich meine, man kann Silent Hill auch locker ohne Speichern durchspielen. Gibt's ja, glaube ich, Erfolge und so wahrscheinlich wieder dafür. War jedenfalls auf der PlayStation 2 so. Okay, geradeaus durch. Muss ich wieder irgendwer rühren? Nein? Okay. Ey, die Bitch steht ja wieder. Oh. Ah, fuck.
Wegen einem Schuss jetzt. Warte, wo bin ich jetzt? Ah, da. Bewetze dann? Nein. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Nee, da gehe ich noch nicht drüber. Neunter Mai, Regen den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt, friedlich hier, nichts zu tun, darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai, regnet immer noch, hab kurz mit dem Arzt gesprochen, hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte. Ich weiß, dass ich erbärmlich bin, schwach, nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank, wenn es nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? 12. Mai, wie immer Regen. Ich will niemand mehr Ärger machen, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich Sünde sein, wegzurennen, statt zu kämpfen? Manche sagen sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai, der Arzt war heute hier. Er sagte, dass ich bald entlassen werde, dass ich nach Hause gehen darf. Ich sollte froh drüber sein, aber ich habe auch Angst. So große Angst, ich spüre, dass bald irgendwas passiert. Mit der letzte Abendzug vor dem Sprung ins kalte Wasser. Aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, umzukehren. Keine Drecksau. Die Wichser, Alter, die haben das geändert, ihr Ärsche. Normal wirst du durch diesen Zaun geworfen. Glaube ich. Jetzt habe ich mir die Munition nicht geholt. Diese Schweine. Elende Bastarde. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Kann ich das aufmachen? Nee. Hat sie da gemalt? Wolf und zwei Häschen. Sing ruhig weiter, ich tippe ein bisschen die Fenster. Oder ich hätte nämlich falsch und es kommt doch noch. Wobei mich am meisten nervt, dass ich das mit dem Ding verpeilt. Na warte, ich will mal die Munition haben, du Bastard. Nein! Nein! Meine Munition! Arschloch. Ich hab nur 90 Schuss. Warte, wo komme ich überhaupt her?
Hä? Achso, da komme ich eh her. Was für ein Drecksack. Ich stell dir vor, du bist deinen ganzen Tag in sowas eingesperrt, Alter. Alter, scheiß Discord-Nachricht. Ah. Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry, I didn't... Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Go. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I've got to get. Laura. It's important. What is it? A letter. From Mary. What? I hid it. In there. You sure this is where you left it? It's in the back, behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Ha ha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you rat! Dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face? Laura! Laura! Scheiße. Ah!
Fuck, der kleine Bastard. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Ich find's cool, dass der da überall rauskommen kann. Oh mein Gott! Okay, jetzt dachte ich wirklich. Albtraum wird wahr. James. 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 Okay.
Ja, das Ding kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das waren Krankenhausbetten, die wo man dann bekämpft hat da drin. Also die, wo halt die Krankenhausbetten ausgeschaut haben. Alter, ich habe 10 solche fucking Nadeln, Alter. Jetzt sind wir in den Albtraum, in der Albtraumwelt. Patient 3141, Kennzeichen 2989. Ist der auch zugelassen, wenn er ein Kennzeichen hat? Hyperfokus, gute Heilungschancen, Empfehlung Schrecken, sie vor nichts zurück. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Oder es war was Ähnliches, ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber ich bin mal bei ein, so Kästen gab es aber auch. Aber vielleicht haben die Krankenhausbetten nur so ausgeschaut, so ähnlich. Aber die waren, glaube ich, nur in der Luft. Ich weiß nicht, ob die auf dem Boden sind oder auf einen zugekrabbelt sind. So scheiß Drecksspinnen, ey. Hallo Loch. Oh. Ja, okay, wir sind im ersten Stock. Mehr kann ich gar nicht machen, oder? Schweinerei. So schön viele Schuss gewesen. Das Medizin gab es nicht mehr. Ja, das, ja, ich glaube, du bist vom Dach geschmissen worden und dann bist du automatisch in der Welt aufgewacht. Die Kiste. Schlüssel und 2 Codes. Der neueste Apple-Computer, Stacheldraht. Gehöre, meine ganze Munition. Es ist die Frage, ob das jetzt die Superkrankenschwestern sind. Oh ne, halten genauso gut aus. Nein, immer noch nicht tot. Wo ist das Blut? Da ist das Blut. Jetzt bist du tot. Sprudelbad. Ah, 200 Grad Sprudelbad geht schon. Halt, geht gar nicht. Ab 100 verdampftes Wasser. Kleiner Bastard! Jetzt hat man sich einigermaßen dran gewöhnt gehabt, dass da kaum die Viecher rumrennen. Jetzt sind diese scheiß Arschlöcher wieder da.
Hi, Schwester. Schaut ja fast aus wie Maibart, nix schmarrt. Echt, Alter, da durchkriechen, wollt ihr mich verarschen? Ich würde mich lieber hinlegen und einfach gleich sterben. Versteckt sich irgend so ein Drecksack hier? Nein. Oh ja, mehr Nadeln. Die Wände sind auch gut ge- Achso, das ist so ein Gitter wieder. Okay. Da geht's noch nicht rein. Warte mal, geht's dann unter? Nee, leicht ins Nichts. Ah, da ist diese. Sind wir da? Ja, da ist die große Tür. Oh, wie wir tanzten, die Arme in die Luft, die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd durchdringend und dann blieb nur noch Stille. Irgendjemand hat ziemlich viel Stacheldraht im Hirn. Ha! Gesehen! Immer diese Therapie-Dummies. Gewaltinstrument. Was ist das für ein Hammer gewesen? Warum war der mit einem Schlag im Arsch? Ist das eine Tomate? Nee, keine Ahnung. Ist zu viel von der Heubrause. Kommt drauf an, wie viel viel ist. Ich schlag nicht mehr der Heubrause, Alter. Oh, shit. Wo ist die Sif-Schwester? Da ist sie. Das ist wieder so eine Kakerlake, Alter. Oh, scheiße, die Wichser explodieren ja in dem Ort. Wo ist die Sissi? Da ist die Sissi.
Boah, das. Auf der Tokyo Game Show, wie sie das Spiel vorgestellt haben, haben sie einen ganzen Stand gehabt mit. Bei uns ist Feueralarm. Oder Sirene halt. Ich dachte, das ist ein fucking Spiel. Ich mach mal mein Mikro aus. Ach, hört ihr gar nicht. Okay, dann ist er gut. Das Schlimme war ja, das passt halt voll zum Spiel. Weil da gab's ja das auch. Halt, warte mal. Ah. Ich muss wieder Jonas eigentlich das Spiel. Ledertüren. Wer weiß, was wieder los ist. Kann natürlich auch sein, dass ein Unfall war oder so. Das ist so ein Kiefer. Warte mal, steht da was? Oh. Da steht was. Alter, sagt ihr, da wäre was. Da steht was Neues. Kartoffeln verrottet, Reis verrottet, Brot verrottet, Fleisch verrottet, Patienten. Patienten haben eine ganze Dinnerplate zerstört. Sie werden den Preis zahlen. Montag. Alle bekommen, was sie verdienen. Guten Abend, TTHF. Für wenn solche Horror-Games voll meins. Ja, sowas ändert sich mit den Jahren. Ich meine, ich finde Horror-Games immer noch geil, aber so richtig hart schocken wie damals tun sie mich auf jeden Fall nicht mehr. Aber es macht immer noch Spaß. Ah, hey, Schwester. Denn am Montag alles. Oder Stacheldraht im Hirn. Was meint ihr mit Montag? Na, auf dem Schild stand Montag. Bekommt man, was man verdient. Wird serviert, was man verdient. Wo vorher halt gestanden war, was serviert wird. Oh, ich sehe dich ganz genau, du kleiner Hurensohn. Komm her! Entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise. Aber was anderes sind die nicht.
guten Abend nochmal, Papa. Werkzeuge. Wie alles blubbert. Da bin ich durch. Oben müsste das Viech sein, ne? Ja, dann gehen wir mal nach. Bevor wir hier unten weitermachen. Kletter schneller, James. Warte, wo war die Puppe eigentlich? Da ist er. Yeah, Schlüssel. Lapis-Auge. Wieder keine ganzes Rudel an heißen Schwestern. Glaub mir, die waren da. Die waren leider zu heiß für mich, die Schwestern. Und nachdem ich die weißen Schwestern abgelehnt habe, kommen jetzt die schwarzen Schwestern. Die schwarzen Clipper-Schwestern. Kleine Drecksau. Ihr Wichser, hier überall stehen. Vorhin ganz genau gesehen, dass du da wieder wegrennst. Wobei ich eigentlich dachte, dass das der eine war, aber da war halt noch einer. War da eigentlich irgendwas noch zum Einsen? Scheinbar nicht. Super Bernd lebt da. Warum ist es da so passiert? Einfach so? Okay. Ich traue den hinterhältigen Wichser nicht mehr. Heiß ist. Möchtest du meine... Oh. Ich kann Rohrkarate, Alter. Los, komm her. Was war das für ein Ton? Oh ja, gib mir meinen Stoff. Oh ja, mehr Blubberwasser. Siehst du gerade noch so eine geile Spritze reingejagt? Was hat die Sissi hier versteckt? Danke. Oh, wir haben echt geile Schrotflinten-Muni. Sehe ich trotzdem nicht ein, dass ich das verbrauche. War ich jetzt überall? Da war ich drin. Da war ich. Vielleicht sollte man den Weg wieder zurückgehen. Habe ich den blöden Schlüssel eigentlich angeschaut? Warte mal.
sehr zärtlich zu den Schwestern. Ja, die verdienen nur das Beste. Sie müssen schon wieder zurück. Wir kommen so wahrscheinlich nicht weiter. Auf! Das Treppchen hoch. Leiterchen. Neue Behandlungsmethode. Ja. Ein bisschen mit dem Rohr streicheln und gelegentlich einen Schuss. Ach, das war da schon um die... Ach so, nee, da ist der da. Ist es nicht, nee. Okay, das erste Schloss ist weg. So. Folge dem roten Licht. Hey, Schwester! Okay, wir spielen heute durch. Nee, heute durch noch nicht. Ich höre irgendwie rumlaufen. Da ist wieder eine Sissy. Deine Dachser. Der Ton schon wieder. Schlösser. Gärten braucht eine Kiste eigentlich. Alle Schlösser. Oh Mann, ich vermisse meine 80 Schuss. Loch hier nochmal. Das ist ein schönes Loch. Ein dekoratives Loch.